Die Trauerfeier findet in Moskau für den ehemaligen sowjetischen Chef und den Verdacht von Lapas Michail Gorbatschow statt. Es wird viele ausländische Regierungsvertreter geben. Die Schweiz schickt wie Deutschland den Botschafter. Die Schweiz schickt auch die zweite Wache. Die Schweiz schickt auch die zweite Wache. Auf Wiedersehen von Gorbatschow, der Bundesrat bleibt zu Hause. Auf Wiedersehen von Gorbatschow, der Bundesrat bleibt zu Hause. Ein Zehntel verabschiedet sich nur von Gorbatschow, russischer Präsident Wladimir Putin. Guido Felder. Die Welt verabschiedet sich von einem Staatsmann, der den Kalten Krieg beendet und eine Ära des Friedens angekündigt hat, Michail Gorbatschow. Der ehemalige sowjetische Chef, Gorbi, starb am Dienstag nach langer Krankheit im Alter von 91 Jahren. Der außergewöhnliche Politiker, der 1990 den Friedensnobelpreis gewann, wird sich am Samstag ohne große Ehre verabschieden. Es wird als staatliche Beerdigung angesehen. Aufgrund des russischen Kriegs in der Ukraine kann fast kein Präsident oder Leiter der Regierung nach Moskau reisen. In Deutschland brach ein Streit darüber aus, wie der Mann, dem die Wiedervereinigung anerkannt wird, anerkannt wird. Außenminister Olaf Scholz hat begrüßt, um nach Moskau zu reisen, weil es keine Einladung gab. Senden Sie den Botschafter. Darüber hinaus plant Bundestag am Mittwoch eine Minute Schweigen mit der Wertschätzung von Gorbatschows Leben. Die Schweiz schickt den Botschafter. Die Schweiz schickt auch die zweite Wache. Auf Blicks Anfrage kündigt Eder an, nach Angaben des aktuellen Staates wird der Schweizer Botschafter in Moskau Michail Gorbatschow die letzte Ehre haben. Botschafter Christina Marti Lang ist seit Anfang 2021 im Amt. Grund für diese Entscheidung, die Schweizer Regierung hat keine formelle Einladung erhalten, weil es keine staatliche Beerdigung geben wird. Sogar der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Teilnahme abgesagt. Offizieller Grund, es gibt keine Zeit. Es ist wahrscheinlich eher die Feier, weil Gorbatschow ihn kritisiert hatte und auch, weil er seinen möglicherweise schlechten Gesundheitszustand aus dem Westen nicht zeigen will. Putin verabschiedete sich am Donnerstag von Gorbatschow. Werbung. Altes Bundesberater Adolf Ogi, Gorbatschow war ganz anders als Putin. Scholz ist besorgt. Gorbatschow wird am Samstag in der historischen Kolonnenhalle des Gewerkschaftshauses im Moskauer Zentrum verabschiedet.